Also ich sage mal danke für die Einladung, die Sie angenommen habt für das Interview vom Samhaber-Haus. Und Herr Samhaber, Sie sind ja wirklich lang schon am Haus und haben sehr viel miterlebt am Haus und haben dort auch selbst gestaltet am Haus. Ja. Und ich würde einfach mal fragen, wann ist denn die Familie Samhaber überhaupt aufs Haus gekommen? Im Jahre 24. Im 24 hat der Herr Graf das Haus meiner Eltern überschrieben. Ich habe sogar den Kaufvertrag nur daheim. Mhm. Ja, 24. Im Jahre 11, was ich weiß, hat der Herr Graf, der was das Brumbauer Haus gekauft hat, der hat das Samhaber, also Haus Nummer 8 gekauft damals, im 11er Jahr. Und im 24er Jahr habe ich schon gesagt, das hat dann der Papa, Mama und der Papa gekauft, ich weiß nicht wie viel Kronen, 15.000 oder was, ich weiß nicht mehr genau. Bei 15.000 glaube ich. Und der Herr Graf, der hat einen Mehlhandel, hat der gehabt. Ja, genau. Also Handel mit Getreide und Mehl. Ne? Ja. Ja, der hat drüben gewohnt und dann hat er das Geschäft schon herum gehabt und dann hat er das Haus gekauft. Gell? Mhm. Der hat eine Mehlhandlung gehabt, da hat er das Getreide umgetauscht auf Mehl. Gell? Und danach, wie sie dann das Haus gekriegt haben, gekauft haben heute halt noch, dann hat es Mama übernommen und dann... Die hat auch den Mehlhandel geführt. Sie hat dasselbe geführt noch und mit der Zeit dann hat sie Kolonialwaren dazu gekriegt und Lebensmittel dann. Nicht? Mhm. Schon langsam ist das dazugekommen dann. Und der Mehlhandel, also da ist umtauscht worden, das Getreide auf das Mehl. Welche Mühle haben das dann gemahlen? Wo ist denn das hingebracht worden? Ein Förster, der Förster in Rutzing. Ah, okay, ja. Ja, mit denen hat sie das Ganze abgeschlossen. Aber ich sehe ihn heute noch kommen, Herr Förster, das war ein großer stattlicher Mann. Ja. Da, und ein sehr netter Mann. Sonntag haben sie wieder abgerechnet, weißt du? Ja, es war so bei den Bauern. Am Sonntag in der Kirche ist noch gehandelt worden und dann ist abgerechnet worden. Ja. Dann wird. Ja. Genau. Mama hat damals ja. sehr schwer arbeiten müssen. Ja. Weil sie hat die Sieg, sie war ja kleine statutmäßig, aber so eine mittlere Frau, gell? Und die hat die Säcke reingeschleppt, da hinten am Pool. Die waren schwademäßig. Ne? 85 Kilo. Ja, Wahnsinn. Ja, das hat sie damals reingeschleppt. Aber sie hat es dann noch ja, verpachten müssen. Wir waren ja dann zwei Buben und zwei Dirteln, ne, in der Familie. Und dann hat sie es verpachten müssen, weil ja, das jetzt stark geworden ist, in 29er Jahren. Einen gewissen Herrn Seidenglanz, das war damals, ein Jude war das damals. Und der war damals da bis in 34er Jahre und dann war der Schütz da. Mhm. Bis 54. Der hat es gehabt bis zum Schluss. Bis zum 54er Jahr, wo ich es dann selber übernommen habe. Bei 47 haben wir geheiratet, wir haben nur geheiratet im Herbst, weil wir gesagt haben, im Frühjahr übernehmen wir das Geschäft. Und dabei sie war dagegen, die Frau Schütz war so furchtbar dagegen. Und da habe ich habe ja mindestens 30, ja mehr wie 30 Geschäfte zugebracht. Weißt, ich habe mir da umgeschaut drum, Zeitungen und so, da kann man alles. Und nichts hat passt. Und nichts hat passt. Ist ganz wurscht. Schöne Geschäfte, wirklich gute. Nichts hat passt. Ja, ist egal. Sie wollten überhaupt nicht weg, ne, für Hörschöne. Gehen wir vielleicht ein bisschen in die weitere Geschichte zurück vom Haus. Weiß man, wann das Haus genau gebaut worden ist? Gibt's ja, es ist schwierig. Es sind keine Aufzeichnungen da. Mhm. Es ist, der Dächern hat er gesagt, das war fast das erste Haus, oder was nach der Kirche gebaut worden ist gleich. Mhm. Hat der Dächern da gesagt. Ne? Aber die Aufzeichnungen, so viel ich weiß, sind erst vor 1610. 1626. Ah, 1626 war das. Mhm. Waren die ersten Aufzeichnungen und da waren die ersten Boden da, die Sechse, aber keine Namen sind da genannt worden. Mhm. Okay. Erst
erst 1810, glaube ich. 10, ja. Genau. Siehst du das? Dann ist der Glas gekommen. Ne? Ja, der Herr Glas, das war der erste. Der erste Wundarzt war das. Mhm. Der Glas, mein Gott. Nein. Nachfolger von Bader, ja, genau. Dann der Wundarzt. Ne? Genau. Ja, ja, der sechste. Also es war zum Teil Ärztezentrum. Ah, Ärztezentrum. Das erste Ärztezentrum. Das Haus war immer ein Ärztehaus, gell? Mhm. Von Anfang an. Ja, und da ist auch dieses Gewerbe eingetragen. Nicht? Ah, okay. Also, darum heißt es auch Schauber-Rüsselhaus, ne? Ja, ja, ja. Schauber-Rüsselhaus ist der Name. Und wie lange waren dann noch Ärzte in Folge am Haus drauf? Wie lange war es dann noch ein Ärztehaus? Ja, das war, Moment einmal. Ja, es hat dann 1855 ja. Ist der Josef Rosenberg gekommen, ja. Ne? Der hat dann das umgebaut, ein wenig, gell? Der Rosenberg, glaube ich, war ja, das. Ja, der Krallinger dann eigentlich erst, glaube ich. Ne? Ja, ab 1855. Ja, 1855 war der Josef Rosenberg. Ja. Und 1871 hat Anton Krallinger das Haus erworben. Der hat es dann um- und ausgebaut. Ja, der hat auch damals ein Pferd hat er gekauft und einen Wagen. Und der hat auch damals den Dachboden ausbaut, ja, in der Seite. Ein Stall und den Dachboden. Ja, dass er die Kunden besuchen hat können. Mhm. Das war damals so. Und das war eigentlich da nach der Friedhofsmauer unten, wo du jetzt die Sauna drinnen, ja, gehabt, ja, hast. Nicht? Ja. Da war der Stall dann hinten noch, oder? Ja, hinauszu. Ja, ja, hinauszu. Richtung Mesenhaus. Ja, ja, genau, mhm, genau. 1875, glaube ich, so was war es. Wie er das mit einem italienischen Baumeister hat er beauftragt und da hat er die Fassade richten lassen. Da. Weiß man so den Namen auch noch? Das weiß man nicht mehr, weil der Name. Der Baumeister? Ja. Nein. Es steht da nichts drin, gell? Nein, steht nicht nur italienischer Baumeister. Also umbauten Stockwerke, einen Keller hat es ja nie gegeben, gell? Ein Keller. Ja, schon einen kleinen, ja, Keller. Ja, einen Keller hat es gegeben, Herr Freund. Ja. Ein Teil, ja, dort war. Aber wir haben was entdeckt, wie ich umgebaut habe auf Selbstbedienung. Auf die Selbstbedienung in 59er Jahren, haben wir entdeckt, dass im Osten, im Südosten, irgendein Keller, ich glaube, dass das ein Erdkeller war für Gemüse und für so ein Zeug zum Einlagern. Mhm. Weil wie wir das ausgekommen haben drinnen, die ganzen. Ist ja ein Meter reingeraubt worden mit Schott und so weiter, das ist alles neu gemacht worden. Und da haben wir von jetzigen Niveau weg, einen Meter unterhalb, haben wir ein Fenster entdeckt. Okay. Ja, ein kleines Fenster da mit Gitter. Da muss unten so ein Notkeller bzw. so ein Gemüsekeller, so sagt man heute, glaube ich, mit Erdäpfeln, was halt da eingelagert worden ist. Das ist aber einen Meter unterhalb. Der jetzige Niveau, was wir haben. Ja, das ist interessant. Aber der Raum selber ist dann schon mit Erden voll geschützt gewesen, oder mit Schüttmaterial? Ja, ja, im Laufe der Jahrhunderte wahrscheinlich, ja, ist das über Hecher geworden. Gell? Wo warst du dann? Ja, ja, sonst gibt es ja das gar nicht, dass das Fenster da unten, die hat ja einen Zweck gehabt wahrscheinlich. Mhm. Und der andere Keller, der besteht der jetzt besteht noch? Der besteht noch. Mhm. Ja, der besteht noch, ja. Ja. Da war, während ihr das Lebensmittelgeschäft gehabt habt, haben auch die Lieferanten, was ich sage mal, der Bruckmauer und so, die haben auch da verschiedene Sachen angebracht. Ja, das sicher war immer im Betrieb und dann, wie wir das Buffet gebaut haben in 63 Jahren, 65, da haben wir ja den ganzen Wein unten gehabt, ja, nicht? Da haben wir so, nein, ich habe ja ein bisschen mehr Wein gekauft, ein paar tausend Liter, ja, dass wir am Preis haben machen können. Ja. Wir haben ein Viertel Wein um ich glaube, sechs Schilling oder was haben wir da gehabt, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe eh sogar noch eine Preisliste daheim. Ja, von der Zeit damals, von 65. Also wir haben gesagt, das Haus selber muss irgendwo so um die 1626 gebaut worden sein. Ich habe mir es dann auch angeschaut, also 1700... Nein, gebaut ist ja schon vor 100 Jahren vorher worden. Ah nun, da ist das erste Mal erwähnt worden. Wann ist die Kirche gebaut worden? 1200? Ja,
Ja, gut. Ein bisschen später angeblich, der Dächern sagt über das. Mhm. Hat über das gesagt, ja, später. Und 1170 war dann die erste, damals noch Martinskirche, nicht? Ja, damals ja, noch nicht ja, die Jakobskirche, sondern der letzte war dann der Karneval, ne? Der Karneval. 1904. Hat ja. Als Gemeindearzt, also das war dann kein Bader mehr, das war dann schon offizieller Gemeindearzt. Ja, das war der erste Gemeindearzt. Der Kralinger war nur ein Wundarzt. Ja, ja. Und der ist 1904 gekommen aufs Haus. Mhm. Und wie lange war der dann drauf? Na, der hat dann später sich ein neues Haus gebaut. Das war das Hürsching 61. Nummer 61. Ja, das weiß ich noch. Mhm. Das Haus war aber eigentlich schon seit 1626 in der Größe, also der Höhe, in der Höhe. Also ausgebaut hat es, wie gesagt, der Kralinger. Ne? Mhm. Der hat das und ausgebaut. Das war 1871. Ja. Ne? Aber zwei Stockwerke hat es immer gehabt, oder? Ab 71 kann man sagen. Ab 71 dann, okay. Mhm. Wenn jetzt in der Geschichte dann weitergeht, es war dann immer in der Eigentümerschaft von Ihnen, Herr Samhaber? Ja, also von den Eltern, ja. Bis zum Jahr. Wann hat die Gemeinde dann übernommen, das Objekt? Nein, ich habe es übernommen im Jahre 54. Also Sie als Person von den Eltern? Ja, von den Eltern übernommen. 1954? Im Jahre 54 und bis 59. Das war so eine Kreislerei. Ich habe praktisch alles führen können, aber das war ja so 38 Quadratmeter war das. So ein kleines Ding war das. Also das ist einfach vom Schütz, über, also wo der Schütz drin war. Ja, genau. Das habe ich übernommen und im 59 habe ich dann umgebaut. Auf 190 circa war es dann. Das ganze Parterre herunten, da haben wir überall die Träger, also die Mauern weggerissen und Träger eingezogen, dass eine freie Fläche war. Das war von 59 auf 60. Und im 60er Jahr im August haben wir dann den ersten Selbstbedienungsladen eröffnet, mir am Land. Mhm. Also ich war praktisch, haben sie gesagt, ein Pionier der Selbstbedienung. Weil ich habe mir schon damals, im Jahre 50, wie ich noch beim Meindl war, habe ich mir schon mit der Selbstbedienung habe ich mich schon befasst damals damit. Mhm. Und Gott sei Dank ist das dann gelungen. Die erste Zeit war es ein wenig schwierig. Da war die Helga da, weißt du, das FH, da als Verkäuferin. Und dann habe ich mir nur ein Lehrmädchen gehabt, nur die, was ein bisschen mithilft, die Leute, die es zeigt und so weiter. Und nach einem Monat haben die Leute schon gesagt, nein, ich finde es selber. Weil zuerst haben sie geglaubt, naja, die haben so ein komisches Gefühl gehabt. Mhm. Weil wenn sie was nehmen, nicht das ist nicht einstecken oder was, gell? Mhm. Ist egal, wenn man selber nehmen muss, alles und das ist noch nicht da war das Ganze, gell? Das war alles ein wenig komisch, oder? Ja. Aber es hat sich in einem Monat oder zwei, oder hat sich das so eingearbeitet, haben die Frauen schon gesagt, nein, Herr Samhauer, ich brauche eh nicht mehr, ich weiß eh schon wie und was und so weiter. Mhm. Und wir haben damals, es hat nur ein Großhändler gegeben in Gmunden, ich weiß aber nicht mehr, wie er geheißen hat. Das waren so 50 Liter, so kleine 50 Liter Wageln. Heute haben wir 1000 Liter, nicht? Wie die großen Wagel sind. Ne? Aber da, ja, das war der Anfang. Nicht? Der hat ein paar so Sachen gehabt, weil er nur, das war ja gerade im Stehen, damals bei mir. Mhm. Aber Gott sei Dank hat das eh so halbwegs hingehauen, als dann. Ja, und 65 haben wir dann das alte Zeug rausgehauen, das heißt das alte, die Nicht-Lebensmittel und Foodartikel haben wir alle rausgehauen, Skier und alles Damen- und Herren, Damen- und Herrenwäsche, alles. Mhm. Und haben dort das Brucknerstübel errichtet. Mhm. Im hinteren Teil, nicht was da. Westteil. Das sind die 38 Quadratmeter, was damals ursprünglich geschäft war. Gell? Mhm. Ja, das hat meine Frau geführt, da, weißt du, und ich habe das Herrübsgeschäft gehabt.
Ich habe natürlich drüben auch mitgeholfen und so weiter. Ne? Mhm. Ich habe damals aber sehr viel arbeiten müssen, weil ich bin ja nach Linz auch gefahren, um günstig einzukaufen. Mhm. Ne? Am Großmarkt, am Hafen, da hat er voll gepackt, Karawan angefüllt, genau. Mit Gemüse und alles, gell? Ja, Obst. Eine kurze Nacht, gell? Ja, um 11 Uhr ins Bett und um 4 Uhr aufgestanden, 3:30, 4 Uhr. Ja, und so ist das dahingegangen. Da. Ja. Nein, wir haben aber das Brunnenstübel gehabt, haben, da der Original Warschauer Jausen gehabt. Ich habe hab immer 2 Karton, Bananenkarton in der Woche fast gekriegt. Von Fleischauer und so weiter. Und der hat das aber express aufgeschickt. Mhm. Und ich bin auch sehr am Bahnhof und hab's geholt. Und dann. Später hat es dann der Zeilberger geliefert, ne? Zeilberger, ja. Der Zeilberger, der Huber und weiß ich, wisst ihr, was ich weiß, die sind dann in Bayern gekommen. Ja. Weißt, die sind dann gefahren. Obst. Von Lebensmittel zu Lebensmittelchef, gell? Mhm. Ne? Und die haben uns aber so nebenbei noch beliefert. Ne? Ja. Man sieht es ja, ich lebe heute noch. Ich habe sehr viel arbeiten müssen. Wirklich, aber dann bin ich so gestraft, dass ich so viel arbeiten muss und die anderen dann zum Teil gar nichts. Ja. Ja. Weißt du, wie du da so Gedanken machst? Sowas, ne? Aber es hält dann jung, offenbar. Aber ja. Nein, es ist wirklich wahr. Mhm. Ein wenig Aufgabe schadet nicht, gell? Hä? Ein wenig Aufgabe schadet nicht. Ja. Nein, gibt eh nichts. Beim Haus selber, der Sohn hat es dann geführt, bis zu welchem Jahr? Na, 88 hat er es dann noch einmal umgebaut. Mhm. Ja, genau. Auf so Musik-CD. Mhm. Genau, eine Musik-CD. Also, Sound and Play. Das war so ein... Ein Tanzcafé. Also wie ein Disco, eine kleine. Ne? Eine kleine Disco, praktisch auf Deutsch gesagt, ja. Die hat er da hinten, wo jetzt die Küche fast ist, oder dort hat er das gehabt. War sehr schön sogar. Alles ausgetäfelt mit Spiegel. Nein, es war es wirklich. Er hat es sehr, sehr schön gemacht. Ja, es war ja nur Zwirbel, da waren ja so viele Leute. Und dann, glaube ich, im Jahr 2006 war das. Durch die Gemeinde. Mhm. Ja. 2006. Die haben es da ja wohl mit dem 6er Jahr. Waben. Und natürlich das ewige Wohnrecht ist das ewige. Habe ich gehabt, Wohnrecht. Genau. Der Sohn, der Helmut Samhaber und ich, wir haben das Wohnrecht gehabt oder bis zum. Ja, bis zum Sterben praktisch, gell? Ewig halt. Ewig, ja. Genau. Solange man lebt halt praktisch. Ganz genau. Und mit dem Jahr ist dann auch der Bischi eingezogen? Oder wann ist der Bischi? Der Bischi? Ja, 6er Jahr. Der ist auch zwar 6er Jahr. Ja. Der Bischi ist 6er Jahr eingezogen. Und hat der immer schon Kaffee und Co. genannt, oder hat das... Nein, das hat er so benannt, oder? Ja. Es ist auch so ein Franchise-Ding. Ne? Ist da baulich noch irgendwas erfolgt dann in den letzten Jahren am Objekt selber? Nein, direkt baumäßig nichts. Das ist also so eine Grund. Nur innerlich, dann hat wieder ein wenig was umgebaut, also umgruppiert. Neue Möbeln wieder und Tisch. Ja. Das heißt, der letzte große Umbau war eigentlich eben 59er, 60er Jahre. Das war ja, der hat wieder was gemacht. Das war der große, da haben wir. Also 6 oder 7 Traversen einzogen, wo halt die Hauptmauern waren, die haben wir wegreißen müssen. Mhm. Und da haben wir die Trägertraversen da einzogen. Ja. Ne? Und das hat der Architekt Ertl gemacht, habe ich gestern gehört? Der Firm Ertl, ja. Der Ertl hat das gemacht, Der Josef wahrscheinlich. Oder? Josef Ertl, ja. Was jetzt ganz interessant war, was nur sind... Ja, von Trägerdenkmal. Ja. Wenn ich den Grund nicht gegeben hätte, weil der Architekt, der Roland, hat er gesagt, da in Kameradschaft, wo die was halt beieinander waren, wo wir waren, das Komitee da für das Kriegerdenkmal, neu. Und da hat der Postmeister, der Feichtl. Josef Feichtl, und der Zagitz Josef, sind zu mir gekommen, haben gesagt, Franz, du, wir brauchen die. Wir wollen einen Kameradschaftsbund neu gründen, hat er gesagt. Und da
Gehörst du dazu? Ja, ja, so. Nein, aber wir haben damals da 61, also wir haben schon zuerst angefangen, 60 da, da und 61 haben wir dann das Kriegerdenkmal gegründet. Und da ist nur gegangen um die 16 Quadratmeter, was ich ja eh geschenkt habe, praktisch den Kameradschaftsbund, weil sonst hätten sie das Kriegerdenkmal nicht bauen können. Weil der Architekt, der Jertl, hat gesagt, es muss ein Abgang nach Nordosten sein. Da, okay? Sonst sieht das Kriegerdenkmal nichts gleich. Ne? Und wenn ich das nicht gebe, dann können sie es nicht machen. Dann müssen das Kriegerdenkmal, da haben wir ja x Plätze ausgesucht. Das war dann rausgekommen im neuen Friedhof. Ne? Und da war ich schwer dagegen, sage ich, pass auf, tat euch nichts aus, sage ich, ich schenke euch die paar Quadratmeter, sage ich, und das Kriegerdenkmal wird da in Ort gebaut, weil ein Kriegerdenkmal gehört in Ort. Ja, ne? Genau. Das ist zwei Wecker. Und dann sagt er, super, dann der Architekt, wenn er das macht, dann hat das hin. Und dann hat er es immer so gestaltet, wie sieht es, dass der Abgang nur ist oder Nordosten. Ja. Aber und er sagt, das liegt an dir. Wenn es einer du gibst, dann können wir es da machen, sonst müssen wir es hinaus tun. Nein, nein, sage ich, es gehört in Ort rein, sage ich. Ich habe selber einen Bruder, der gefallen ist, nur in 44 Jahren. Und wir haben auch das so also durchgezogen, dann, ne, das ist klar, weil ich habe ja das alles gegeben. Und dann war ja. Und in 63 Jahren ist das dann eingeweiht worden. Ne? Ja, genau. Ja, das waren große Sorgen damals da, ja. Im Kriegerdenkmal, mein Lieber. Da. Dann haben wir das Meisnerhaus auch runtergeputzt damals. Das ist schon lange her. Man muss auch so in den 70er Jahren mal gewesen sein, glaube ich. Ja. Der Kameradschaftsbund hat sich da zur Verfügung gestellt, weil da haben wir ein paar Maurer dabei gehabt. Gell. Zuerst haben wir alles runtergehauen, den ganzen Verputz, weil ja der schon so schlecht war. Gell, alles, ja. Und ist neu angeworfen worden und alles ganz neu haben wir das gemacht. Und ich habe mit meinem Karawan alles zugeführt, was wir gebraucht haben. Stell dir vor, den ganzen Sound, Schoder, alles, was wir gebraucht haben. Zement, alles. Ich war der Lieferant praktisch. Also, gell? Der Bleidinger hat da auch viel dran, gell? Ja, der Bleidinger, ja, der war auch Maurer, gell? Der hat sich da ausgehört, ne? Und so weiter. Ja, ich habe auch viel runtergehauen, runtergeklopft und so weiter, runtergestemmt zum Teil. Ja, aber das hat dann wieder schön ausgeschaut. Ja, und dafür hat der Kameradschaftsbund dann auch den Teil, wo der Scheinbogen drinnen war, ne? Und der Knoll dann im Anschluss. Ja. Mit seinem Radiogeschäft, das war dann mehr oder weniger, da waren die Fahnen, sind dort aufbewahrt worden, ne? Vom Kameradschaftsbund. Ja. Ah, dass sie die Räumlichkeit nutzen. Die Räumlichkeit. Ja. Also, ich war 30 Jahre lang Obmann, Stellvertreter und Geschäftsführer der Obmann. Und ich habe in Obmann wegen denen da genommen. Weil man denkt, naja, da hast du zu viel Arbeit und so weiter. Ne? Dabei hast du das Geschäftsführer noch mehr Arbeit. Wie es war. Und dabei habe ich Maria. Ich habe die ganzen Ansprachen bzw. Totenreden alle geholt und so weiter. Das habe ich dann aufgehört. 10 Jahre danach, wie ich schon in Pension war. Hochwasser? Ja, Maria. Das hat es auch immer wieder gegeben. Nein, Hochwasser war ja oft. Das war ja fast jedes Jahr. Ist über den Bach gerunnen, über den Platz gerunnen. Und der Vater und ich, wir haben oft das Kellerfenster schnell zugemacht mit einem Schnellzement. Und der Form ist uns gelungen, dass nicht so Wasser in Köln oben ist. Weil das Wasser so gestiegen ist. In einem Jahr, da war ja so ein Hochwasser. Da war ein Meter hoch bei uns im Geschäft und beim Brunnenbau im Gastzimmer, da sind die Tische und die Bänke umeinander geschwommen. So hoch war das. Im 59er Jahr? Im 9er Jahr. Im 9er Jahr. Ja, und dann war fast alle zwei Jahre
das war ja so schnell heraus, wenn wenigstens ein Stück über Platz ist gelungen, dann ist es wieder zurückgegangen, Gott sei Dank. Aber damals ist da vor einmal, wie eingerückt bin, in 42, das war im Jänner, am Ende Jänner, da war auch so ein Hochwasser, da haben wir das auch noch zugemauert, oder kann ich mich noch erinnern. Das war eine Bachel, oder da auf einmal so viel. Ja, und das war immer ein Tag, ein, zwei Tage. Wie? Einen und zwei Tage sowas. Ja, 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 ja. Einen Tag über Nacht, je nachdem, wie es Wetter war. Gell? Ja, sehr klar. Ja, das ist sicherlich dann auch immer wieder eine Herausforderung. Aber ja, man hat sich dann schon richten können. Nein, früher war ja überhaupt, sagen wir beim Stettinger oben, wo der Ding war, da war ja nicht eine Durchfahrt durchs Wasser, gell, damals. Aber ja, das ist schon lange her. Ne? Aber seither war eine Ruhe. Die Brandkatastrophe in Wörsching hat die auch Auswirkungen gehabt aufs Samhaberhaus. Ja. Die Brandkatastrophe, die war im Öferjahr. Ja, die Öferjahr. Nein, das war nur auf der Nordseite drüben. Mhm. Herüber im Bach war nichts mehr. Ah, okay. Das ist von Neumar ausgegangen da unten, von der Bauer. Spaller. Heutzutage Spaller, ne? Ja, der jetzige Spaller, ja. Von dort ist ausgegangen und durch den Wind ist das bis aufgegangen. Weil die meisten Häuser waren ja damals strohdeckt. Gell? Mhm. Und auf der Herüberseite vom Bach, die Südseite, da, die ist verschont geblieben. Mhm. Gott sei Dank. Ja. In den Öferjahren ist auch der Strom gekommen, ne? Ja. Am 2. Februar 1911 wurde Hörsching das erste Mal mit Strom versorgt. Und wie hat sich das aufgewirkt? Hat man dann einmal ein Licht gehabt am Anfang? Ein Licht im Zimmer? Ich habe Petrol am Licht. Vorher. Maschinen, elektrische Maschinen hat man jetzt später dann. Ja. Kanalisation, das ist alles später erst gekommen. Ja, gell? Kanalisation ist dann 71. 71 kommen, ja. Und da ist dann auch das Fallklo beim Mesnerhaus weggekommen, ne? Ja, ich glaube schon, das war damals 71, 72. Ja. Ja. Der Transport in Hörsching, wie war das da mit den Straßen, mit den Pferdefuhrwerken und ab wann ist man dann mit Autos gefahren in Hörsching zum Samhaberhaus hin? Irchmeier, ja. Der hat also ein LKW, ne? Also ein Bus-LKW. So. Ja. Wo hinten die Leute umgesessen sind. Ne? Ja, nein, überhaupt. Oder den hat er aufwachen können, weißt du, mit so einem Planet oder und so weiter. Ich habe so ein großes Foto daheim noch. Mhm. Da, für den Auto da, oder ja, für den Bus, für den kleinen Bus. Ist aber eh drin auch in der Dokothek. Ja, der Dokothek auch. Ja, ja. Wie? Das war im 34er Jahr. Ja, früher hat es, ich glaube, hat es ja nicht ein paar Autos gegeben in Hörsching. Ne? Mhm. Ja, hauptsächlich mit Pferdefuhrwerken. Ja. Alles mit Pferdefuhrwerken. Also ihr habt auch echt Geschäft mit. Echt Geschäft ist auch mit den Pferdefuhrwerken am Anfang noch beliefert worden. Ganz am Anfang. Ja, Mutterlob war da. Ja. Nur ein Pferde. Alles, ja. Gell, ne? Und habt ihr da auf der Straße, weil die Straßen waren ja auch alle ungepflastert, die waren ja staubig, gell? War das ein rechter Thema mit dem Staub, dass das im Geschäft dann auch drinnen war, oder weiß ja, man nicht? Das weiß ich gar nicht, wie die waren damals in den 30er Jahren. Ich glaube schon, dass die Hauptstraße war, glaube ich, schon mit Asphalt, glaube ich schon. Nein, Asphalt nicht, gepflastert. Kopfsteinpflaster, ne? Ja, bei uns war Asphalt, das ist ein Heidnuss-Kopfsteinpflaster. Ja. Aber das ist auch, glaube ich, erst in die 30er Jahre dann gekommen, das Kopfsteinpflaster mit dem Militär und so. Ne? Ja, das scheint zwar nirgends auf, aber bestimmt. Was ich auch auf die Fotos gesehen habe, es hat einmal Bäume auch gegeben vom Haus. Bäume waren auch direkt vor dem Samhaberhaus hat es ja vor 100 Jahren einmal Bäume gegeben, oder? Bäume? Ja. Ja, naja, da hat es einen Nussbaum gegeben, einen großen. Mhm. Früher, das war ein Park, wir haben einen anderen Park, das war, wo jetzt die Grünfläche ist, oder, das hat er uns gehört. Das ist damals enteignet worden. Mhm. Ich weiß nicht, was gekriegt haben da für die Hütten, oder. Und da haben wir einen Park gehabt draußen. Da war
Der Brunnen? Der Brunnen war daneben. Dann für die Milch war die Abholung dort. Das ist alles dort auf dem... Auf dem Flieg. Auf dem Dreieck gegen... Genau. Ne, wo jetzt der Stein steht von der Marktgemeinde. Genau. Da hat der Vater einen Tisch reingemacht und eine Bank und der Nussbaum, der große. Und daneben war ein Landelbirnenbaum. Genau. Und rundherum waren ca. 80 Talientstücke. Dann hat der Mutter, der Vater, von Hag aufgekriegt, weißt du? Von Onkel Karl. Ja. Der war ein Gärtner unten in Salerberg. Ja, im Schloss. Im Schloss, ja. Und der hat uns das da aufgeliefert, oder, damals. Wo jetzt der Tierpark ist. Das war schön. Rundherum, der ganze Park war mit Talien. Ansteht, oder? War wirklich sehr schön. Ja, aber hinten an der Wand, glaube ich, war irgendein Marimbaum oder irgendwas. Ja, nein, die waren in der Seiten. Ja. In der Seiten auf der Ostseite. Auf der Ostseite? Ja. Weil da war so ein Gitter, nicht? So ein Holzgitter. Ein Holzgitter. Ein Holzgitter. Ein grünes, da, der Vater damals. Genau. Und dann, da war ein Marimbaum da. Der war richtig und an der Wand. Aber sonst. Und danach war. Weinstock. Aha. Wow. Und Peppi, wie ist dein Bezug? Du hast ja gesagt, du bist dort geboren. Ich habe 10 Jahre dort gewohnt, im ersten Stock. Mit Eltern und Großeltern. Im ersten Stock. Hinten, wo jetzt der Martin ist, das war früher Gemüsegarten. Und das ist erst danach weggekommen, wie ich das übernommen habe, 54. Ich habe dann eine schöne Weinlaube gemacht, also habe ich angesetzt alles, wirklich, es war so schön. Der ganze Platz war eine einmalige Laube. Ich habe es angesetzt und habe es aufgewachsen lassen, drüber. Ja. Habe ich mich so bemüht. Und das waren so viel Trauben, dass du sogar Wein gemacht hast. Ja, ehrlich, ich habe 60 Liter Wein gemacht. 60 Liter? Ja. In welchem Jahr war das? Weiß man das noch? Nein, das war ein paar Jahre hinterher. Ein paar Jahre? 2 Jahre. Und war das jetzt? Du hast extra Weinpreis gekauft, so eine kleine? Ja. Ich hab sogar heute nur eine Flasche daheim. Ehrlich. Einen roten oder einen weißen? Weißen. Den roten, den Uhudler, der was dazu gewachsen ist, da habe ich nur einen Sturm gemacht. Mhm, und ja. Den habe ich meinen Freund hergeschenkt. Einen Sturm, richtig gemacht. Der war halt so prima. Also der Sturm war gut. Also die Leute, wie wir das erste Mal durchgebrochen haben, wie die Leute das erste Mal draußen gesessen sind, dann, weil zuerst war es ja nur für uns privat, oder nicht? Und ja, ich war. Ist das verwendet worden dann, Allgemeinheit. Das war schon schön. Ja, da war es alles so schön kühl, dass ein Lüfter gegangen, durch die Sonne abgeholt und so weiter, weil durch die Blätter da alles ist. Wirklich, das war so kühl, so angenehm. Und was auch noch war, von deinen Funktionen her, Kameradschaftsbund haben wir eh schon gehabt, aber du warst ja auch beim SC Hürsching jahrzehntelang funktioniert. Ja, war ich auch dabei, ja. Da habe ich auch, für den habe ich auch viel. Ja, Unterberger noch war. Und für den Herrn Unterberger damals schon in die 50er Jahre, sind wir ja rausgefahren, meine Frau und ich, in einem Samstag. Und da sind wir dann ins Lager rausgegangen, oder? Da war ich bei Tanz, alle 4 Wochen. Der Schummergrube Hermann, der hat uns so wie gesagt, wann ein Tanz war, weißt? Und dann sind wir dann auf die Nacht, oder 6 oder 8 sind wir dann rausgegangen. Und das war eben so schön. Das erste Mal, wie wir rausgegangen sind, 48 war das, ja. Nachdem ihr geheiratet gehabt habt. Nachdem ihr geheiratet gehabt habt. Ja, 47 im Oktober haben wir geheiratet. Wir haben in dem noch geheiratet, weil wir das Geschäft übernehmen wollten. Oder in 48 im Frühjahr. Aber wie gesagt, der Schütz ist da nicht gegangen, aber 7 Jahre warten müssen. Ne? Und dann war das Theater eh noch. Ja, für den Sport. Der Schatten hat gesagt, Franz,
wenn du nach Hirsching kommst, hat er gesagt, da musst du ja zugehen, komplett, hat er gesagt, und du wirst, du musst eh nicht viel tun, hat er gesagt, du wirst Kassenprüfer, hat er gesagt, oder du hast ja nicht mehr ein Jahr wegen was zu tun. Ja, und das habe ich dann gemacht, aber dann ist dann wohl mehr geworden, gell? Ist ja klar. Ja, ich war dann bis zum Vizepräsidenten. Ja, für den Sport habe ich sehr viel geleistet. Ich habe finanziell, damals in 54er Jahren, wo ich selber angefangen habe und nichts gehabt, da ist der Unterberger wieder gekommen. Mein Gott, du Franz, du, wir haben einen Erlaubschein wieder da von der Finanzamt, oder kannst du uns nicht ein bisschen helfen? Ja, du, das waren schwere Zeiten damals. Aber, naja, habe ich auch wieder mal geholfen, wieder gewesen, ich glaube. Bis im Jahre 90, glaube ich, war ich da über ziemlich dabei. Ja, im August 92 ist damals der Spurplatz neu eröffnet. Bis fast dorthin dort. Ja, mit dem Böhm Franz, weißt du das eh, wir zwei, er war ja auch da ein Helfer von SC60 Breitbrunn. Der Böhm Franz, der war Dentist, der hat damals schon, glaube ich, 46 hat er schon gebohrt mit zum Treten da, weißt du? Drehbohrer. Ja, die Drehding hat er da schon gehabt, aus dem Lager. Ja, da waren es viele Menge. Wir waren x-mal miteinander in Urlaub. Der Franz war wirklich ein netter, lustiger Kerl. Der Ecker Wohnen war auch dabei, gell? Ja, der Ecker Wohnen, Sepp. Der war auch ein Fanatiker, heißt, oder? Der hat auch viel geholfen. Über. Ja, das waren Sachen damals. Also da wirklich bis 92 sehr aktiv und auch viele Freundschaften eigentlich gehabt dort. Hä? Viele Freundschaften hat man dort auch gehabt und entwickelt. Ja, es ist ja so gewesen. Schau, ich war bei 6 Vereinen damals, weil alle sind gekommen. Und gesagt, geh weiter, tu ein wenig mit und so weiter. Aber bei denen ist er nicht blieben. Ist überall so gewesen. Das ist heute auch noch so. Ne? Ja, ja. Wenn du schaust, die Sponsoren, die da überall gesucht werden, jeder Verein, ja. Wo gehst du hin? Zu den Geschäftsleuten. Ja, klar. Also, wenn ich so zurückdenke, der Verschönerungsverein, den was der Rudi gegründet hat damals. Der Kraus, ne? Ja, der Kraus. Ist auch gekommen. Sagt, da brauchst du eh nichts zu tun. Ja, ja, ja. So fangen sie an. Ja, genau. Ja, das waren so Sachen. Ich habe mir das alles rausgeschrieben, bei welchen Vereinen. Ich weiß ja gar nicht mehr alles, was da alles war. So. Ja, mein Gott, nein, das. Aber die Hauptfunktionen waren eben Kameradschaftsbund, Sportverein und. Der ist ins Buffet gekommen, wie es damals war, gell? Und 65 schon als erstes. Und wir sind dann gleich freundschaftlich, wirklich Freunde waren richtige, ne? Und der hat aber gesagt, du Franz, organisierst, hat er gesagt, dass ich einmal ein Jagen mitgehen kann, hat er gesagt, oder? Mit den Jägern. Ne? Jäger war er. Ja, und da wollte er mitgehen. Ne? Dann habe ich mit dem Mandorf einmal geredet. Sag ich, du Hans, so und so, so sage ich. Und naja, sagt er, werden wir schauen. Und dann habe ich ihm die Adresse gegeben, hat er ihm geschrieben. Oder telefoniert, ich weiß es nicht mehr. Oder. Na, und dann ist er eingeladen worden. Und das hat ihn dann eher so gefreut. Nicht? Und seither ist er dann aber mitgegangen. Nicht? Mhm. Und er war der Einzige, da haben wir im Jahre 1973 735 Stück geschossen. Oder? Und das haben wir damals aufgelegt, weißt du, schön. Ja. Das war das Höchste damals, die Kirchenholzjagd. Die war eh bekannt in ganz Oberösterreich damals. Nicht? Weil das war eine einmalige, schöne Jagd. Das sind auch alle Rechtsanwälte von Linz gekommen. Alle Persönlichkeiten. Alle Persönlichkeiten. Da wollten sie dabei sein und eingeladen werden, gell? Ja, mein Gott, das war schon was. War schön. Sehr jagdfreundlich, kameradschaftlich so. Ja, war wirklich sehr schön. Ich habe mir das nicht leisten können, dass ich ins Ausland gefahren war. Weißt du, auf einem Hirschl oder was. Ja. Die haben ja 10.000 Schilling gekostet damals. Ne?
Weil ich habe das Geschäft gehabt und das, ich habe das alles aufbauen müssen. Ja, nicht, der das Umbau. Klar. Ich habe alles einen Haufen Geld gekostet. Ja, das nutzt ja nichts. Naja. Ja, das war zu ja, sagen. Ich habe, so, was ich mir vorbereitet habe, soweit alles erfragt. Gibt es noch irgendwas, was noch wichtig war zum Haus? Haben wir noch irgendwas, was also wichtig ist? Also ich habe da jetzt das alles okay. Ja, damals in meiner Jugendzeit, das war nicht so einfach. Dann, wir haben ja nach Linz in die Schule fahren müssen, in die Figurenschule, nicht? Ja. In die Bürgerschule. Oder. Wir waren eh nicht der 6er-7er von der Gemeinde Hirsching, fast mit dem Zug, haben wir am Bahnhof gehen müssen. Ja. Und mit dem Zug rein und dann wieder raus. Es war sehr kompliziert alles. Ja, klar. Nachmittag hätte ich Französisch gehabt, ein halbes Jahr habe ich es gemacht. Mhm. Aber dann habe ich aufhören müssen. Weil ich bin erst um 6 Uhr heimgekommen und habe aufgemacht. Das ist unmöglich. Das geht sich nicht. Ich habe gesagt, nein, das geht nicht. Mhm. Aber das waren halt nur Zeiten. Mein Gott, nein. Winter, ach Gott, der Schnee waagrecht daherkommen, du, wenn wir da nicht gegangen sind. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Oh, aber vielleicht kommt heuer wieder so ein Winter. Nein, solche Winter gibt es ja gar nicht mehr, schon lange nicht mehr. Also, da haben wir es damals gehabt, haben wir 34 Jahre. Mein Gott, nein, ja, das war. Ja, ja. Na ja, haben wir heute die alten Zeiten wieder mal aufleben ja lassen. Ja, war schön. Danke dafür nochmal. Aufgefrischt, aber ein Gell. Ja, das ist was.